alles noch von wegen. Achtet. Er hat den Schnatz. So. Harry Potter und der Stein der Weisen, Part 17. Ja, ich hab den kleinen Teil verpasst mit viel, aber... dieser blöden Avamedia, weil die so lange blinkt hat, die Drecksau da. Ah, tut mir leid, wirklich. Ich hab nicht viel verpasst davon. Wir haben gut gewonnen. Gemacht, Harry! Harry! Es war Snape. Er hat vor sich hingemurmelt und dein Besen mit Flüchen belegt. Er hat nicht ein einziges Mal die Augen von dir abgewandt. Ich kenne mich mit Flüchen aus. Ich habe viel darüber gelesen. Wir müssen Dumbledore davon erzählen. Los, Harry, gehen wir. Na also, das haben wir wenigstens schon mal. Geht zum Lehrerzimmer, okay. Na also, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Das Credit haben wir schon mal hinter uns. Wenigstens das Credit schon mal hinter uns, super. Oh. Weiter geht's. So, mal gucken. Geh zum Lehrerzimmer Erdgeschoss und sprich mit... Ah, Erdgeschoss Dumbledore. Okay, das sind die im Erdgeschoss. Alles klar. Ich hab mich schon... ich hab nochmal nachlesen müssen. Gut, dass wir es gerade gemerkt haben, bevor wir ganz hochgegangen sind. Hm. So. Ah, das ist also die Küche. Cool, dann wissen wir wenigstens, wo hier die Küche ist. Ah. So, dann müssen wir hier hin. Was macht ihr hier? Wir möchten Professor Dumbledore sprechen. Professor Dumbledore sprechen? Warum? Es ist sozusagen geheim. Professor Dumbledore ist vor 10 Minuten abgereist. Okay. Er hat eine eilige Eule vom Zaubereiministerium erhalten und ist sofort nach London geflogen. Er ist fort? Mhm. Ja, Harry, er ist weg. Und du solltest jetzt auch gehen. Auf Wiedersehen. Und ja, so. So. Perfekt. Kriegen wir alles hin.
Drexler, 106 Mal Ravenclaw und Slytherin, 131. Jetzt habe ich nicht aufgefasst, wie viel Gryffindor hatte, Scheiße. Ja, okay, ich glaube 160 oder sowas. Wir haben hier 155, kann ich glaube ich, wir müssten wir 160 irgendwas haben. Okay. Ah, okay, ich glaube, wir kommen schon langsam ins Finale, wie es ausschaut. Naja, aber ich bin froh, dass wir so weit sind. Fast so weit sind. Damit. So. Ich hab's gewusst. Ich hab nicht dran gedacht, hier drin nachzuschauen. Das habe ich schon vor Wochen aus der Bibliothek ausgeliehen. Leichte Lektüre. Leicht? Nicholas Flamel ist der einzige bekannte Hersteller des Steins der Weisen. Des was? Lest ihr beiden eigentlich nie? Lest das hier! Nicholas Flamel ist der einzige bekannte Hersteller des Steins der Weisen. Der Stein der Weisen ist ein sagenhafter Stoff mit erstaunlichen Kräften. Er verwandelt Metall in reines Gold und erzeugt das Elixier des Lebens, das den, der es trinkt, unsterblich macht. Hm. Unsterblich? Das heißt, dass du nie stirbst. Den derzeit einzigen Stein besitzt Nicholas Flamel, ein angesehener Alchemist, der im letzten Jahr seinen 665. Geburtstag feierte. Kein Wunder, dass wir Flamel nicht in jüngere Entwicklungen in der Zauberei gefunden haben. Er ist nicht gerade der Jüngste, wenn er 665 ist, was? Das ist es, was Fluffy im dritten Stock bewacht. Unter der Falltür ist der Stein der Weisen. Los, Harry, wir müssen Snape aufhalten. Ein Stein, der Gold erzeugt und unsterblich macht. Kein Wunder, dass Snape hinter ihm her ist. Snape will den Stein nicht für sich haben. Er will ihn für Voldemort. Mit dem Elixier des Lebens wird Voldemort seine Stärke wiedererlangen. Er wird zurückkehren. Was sollen wir tun? Wir gehen zur Falltür. Heute Nacht. Tja, wenn es sein muss. Folgt mir in den dritten Stock. Ja, können wir wahrscheinlich morgen mit dem zweiten Teil anfangen. Okay. So, jetzt los geht's. Sind wir hier im Frauenschule gewesen? Ist aber keiner mehr. Okay. Alles klar. Sieben, dann haben wir hier sechs, fünf, vier, drei. Okay. Dann hier durch schon mal. Run folgen. Hier hin. Komm. Okay. Weiter geht's da. Jetzt schnell hier gespeichert, schnell erstmal. Hier. Hier schnell speichern. Auf. So. Okay. Und weiter geht's. So.
Wartet mal, er... Er schnarcht. Seht nur, Snape ist bereits an Fluffy vorbei. Falls ihr beiden umkehren wollt... Wacht auf. Red keinen Stuss. Wir kommen mit. Na dann los. Ich gehe zuerst. Kommt erst nach, wenn ich euch ein Zeichen gebe. Falls etwas Schlimmes passiert. Macht, dass ihr wegkommt. Ist es nicht seltsam still? Bäh, was ist das für ein Zeug? Ich hasse diesen Kampf genauso wie die anderen zwei Kämpfe. Na egal, Hauptsache mal das, aber ich hoffe, ich kriege den Scheiß mit dem Schlüssel dann hin. Oh Mann, das ist aber nicht ein Problem, Alter. Wenn ich es nämlich nicht verschaffe, dann haben wir ein Problem. Dass ich gleich mal den Ding unter Kontrolle krieg. Riesen. Bin auch froh, ich den Scheiß erstmal weg habe. Was ist das für ein Zeug? Weiß nicht, vielleicht soll es den Sturz abfedern. Ja, klar. Ein Glück, dass das Ding da ist. Glück? Ron! Ron, wo bist du? Hier drüben, Harry. Keine Angst, Ron. Wir retten dich. Halt durch. Ich weiß, was das ist. Eine Teufelsschlinge. Oh, gut zu wissen, wie das heißt, was mich gerade umbringt. Sei still, ich versuche mich zu erinnern, wie man sie verscheuchen kann. Na dann beeil dich. Ich ersticke. Teufelsschlinge, Teufelsschlinge. Was hat Professor Sprout gesagt? Sie mag das Dunkle und Feuchte. Ja, natürlich. Wende zuerst die Findo und dann Incendio an, um die Tentakel loszuwerden. Klar. Harry, übernimm du diese Seite, ich die andere. Die Findo! Die Findo! Die Findo! Incendio! Die Findo! Die Findo! Die Findo! Incendio! Die Findo! Alter! Die Findo! Die Findo! Die Findo! Ja, Mann, Nervenstopp. Die Findo! Ja! Die Findo! Die Findo! Ja! Oh, was nimmt... Was... Oh, Harry! Incendio! Incendio! Defendo! Meine Fresse, Alter! Defendo! Oh ja, Harry! Defendo! Ich seh nix, Alter! Defendo! Blöde Teufel! Defendo! Jetzt schnapp doch nicht zu, Mann! Defendo! Ja, Alter, fick dich jetzt ins Knie, Mann! Defendo! Jetzt lass mich doch mal zaubern, du Drecksvieh! Defendo! Alter! Defendo! Na sorry, wenn mich das Teil nicht zaubern lässt? Defendo! 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 Ja, sorry, Leute, wirklich, das ist scheiße. Defendo! Defendo! Ja, haben wir's jetzt? Incendio! Ach so. Ich brauch wieder ein klares Bild, die verdammte Scheißaxt, Mann. Schlag mich nicht alle. Defendo! Defendo!
Defendo! Incendio! Junge! Jetzt wisst ihr. Incendio! Du Penner, jetzt wisst ihr doch an! Incendio! Ja, weil du keine schlecht anvisiert hast, du Zigeuner! Defendo! 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 Incendio! Scheiß Drecksvieh, Alter. Ich hab so viel Leben verloren, weil du Penner nicht anvisiert hast. Defendo! Du Scheiß, der dein Scheiß. Defendo! 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 Lass mich jetzt in Ruhe, Alter. Defendo! Das ist, was ich meine, Mann. Incendio! Defendo! 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 Incendio! Junge, es ist leicht. Wenn aber diese. Wenn er nicht dauernd. Ihr habt doch gerade selber gesehen. Wenn der dauernd zuschlägt und ich konnte nicht richtig. Wenn er dann nicht mal. Incendio! Wenn er ganz so lange braucht mit. Sein scheiß Zaub. Mit seinem scheiß Anvisier. Wenn er mit seinem scheiß Anvisier nicht so lange brauchen würde. Vielen Dank für eure Hilfe. Oh, keine Ursache. Zum Glück hast du in Kräuterkunde aufgepasst, Hermine. Ich geschafft, klar, aber trotzdem. Wenn er aber, ihr habt ja gesehen, er hat die ganze Zeit nicht anvisiert, die ganze Zeit, die Scheiße. Und das hasse ich, wenn er nicht anvisiert. Und dann zwar, und dann noch einmal bei dem scheiß Oberkopf, wo ich den Dingszauber machen wollte, hat er auch nicht anvisiert, zweimal. Und dann hat sich die Tentakel wieder nachgewachsen, Alter. Habt ihr es selber gemerkt? Oh ne, das Teil hasse ich, Alter. So komische Vögel habe ich ja noch nie gesehen. Ach, das hasse ich. Das sind keine Vögel, das sind Schlüssel. Das und ich wette, einer passt zu dieser Tür. Ja. Den Teil hasse ich genauso. Ja, wie ich das hasse, das Fliegen, nein. Hallo, Homora! Bringt nichts. Nun, ein Versuch war es wert. Klar. Oh, was sollen wir tun? Es gibt hunderte davon. Wir suchen einen großen, altmodischen Schlüssel. Vermutlich goldfarben, wie die Klinke. Klar. Der dort! Der mit den himmelblauen Flügeln. Ich hoffe, ich pack's. Ich hoff's. Das ist scheiße, Alter. Ich hasse es. Das hasse ich am meisten. Das hasse ich am meisten. Das hasse ich ernsthaft. Das hasse ich. Diese Szene hasse ich gerade. Ja, Harry, flieg doch da nicht weg, du Vollidiot. Harry! Verdammte Scheiße, Alter! Jetzt wisst ihr, warum ich den Scheiß hasse. Jetzt wisst ihr, warum ich den Scheiß so hasse. Genau deswegen hasse ich den Mist so auch. Deswegen hasse ich ihn gerade so. Ja, Mann! Schick doch nochmal dein Dusch, du Penner! Ja! Jetzt wisst ihr, warum ich den Scheiß jetzt hier so. Alter! Ich glaub's nicht, Alter! Fick dich doch jetzt. Sorry, aber wirklich. Ich kann ja nicht mal richtig steuern, ihr Mist, Alter, weil das so. Oh, Ringe verfehlen, das nervt genauso, Alter.
viel Riefe fällt ja in den Schalt. Jetzt klatscht er wieder hier Wetter. Jetzt kann ich mich auch nicht verstehen, warum ich diese Scheiße. Jetzt kann ich mich verstehen, warum ich das kann. Nun fliegt doch nicht der Vetter, Alter! Oh ja, leck mich doch, Alter. Ernsthaft gerade? Flieg doch. Ach, da hoch, Mann. Doch da! Sorry Leute, ich hasse diese Teil. Ich hasse das Teil. Also warte, ich hab den Scheiß Space Knight mal richtig unter Kontrolle, Alter. Das ist kacke. Der blöde Scheißschuss hat immer so fliegt, wie er nicht fliegen soll. Manche Stellen funktioniert es, manche Stellen. Och ja. Ey. Sorry Leute, das. Das ist eine Scheiße gerade. Ja, Junge. Sag, dass ich sowas hasse. Sowas wie das hasse. Ja. Oh, ey, Leute, ich hab gleich keinen Bock mehr. Wisst ihr das, ey? Wirklich, ich hab so keine Scheiße. Ich hab gleich keinen Bock mehr auf den Scheiß. So ein Scheiß. Alter, ich hab den Scheiß mit meinem Bissen nicht mehr richtig mal kundig. Was ist so eine Kacke hier, Alter? Schon fliegt er wieder nach Wetter. Quidditch war, wenn es doch einfacher landet. Ich weiß nicht, bei dem Scheißteil die Kontrolle richtig halten soll. Komm, Leute, das ist doch kacke, Alter. Ich weiß nicht, wie ich bei dem Scheiß die Kontrolle halten soll, richtig. Da fliegt er wieder, fliegt mal, Alter. Fliegt wie ein besoffener Idiot, Alter. Wie soll man da die Kontrolle halten, Alter? Leute, ich hör gleich auf, wirklich. Sorry, ich will das Let's Play nicht abbrechen, aber das nervt. So wie der Flöschschuss fliegt, das ist kacke.
er wieder hier? Das ist kacke. Warum fliegt er schon wieder weg? Verdammte Axt. So ist die Scheiße niemals, als die Kacke wieder jetzt hier fliegt. Das kann er nicht funktionieren, wenn er da reinfährt. Ich hör gleich auf, Leute. Ich hör gleich auf. Ich hab gleich keinen Bock mehr, wisst ihr das, Leute? Ich hab so gleich keinen Bock auf die Scheiße mehr, wirklich. Jedes Mal immer diese Wetter. Hey, Alter, das. Das ist einfach nur an. Oh, Mann. Flieg doch nicht mal im Wetter, Harry. Meine Fresse, Alter.